Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda für die Switch. Und wir befinden uns im Tempel. Oh, guck mal, hier. Ja. Und den würden wir jetzt einfach mal angehen. Okay, uncool. Spinnnetze mag ich nicht. Kann ich durch? Na gut, warte mal. Hier. Okay. Kommen wir nicht einfach so durch. Da gibt es bestimmt eine Abkürzung nachher. Aber so einfach kommen wir da nicht rein. Na gut. Ich es nicht? Von hier drüben, ne? Na ja, gut. Alle Münzen einsammeln, denn, oder Rubine, denn wer weiß, was wir noch kaufen können, nachher. Also, das ist mit dem. Also, das ist wirklich noch nicht so super durchdacht, ich sage nochmal so. Okay, los geht's. Tür unten auf? Genau. Oh, das war Herkules hier. Hä? Auf dem Schwert, warte, kann man ihn nicht hier mit? Muss schnell sein. Ah, es geht nicht. Okay. Hm? Über mein Schwert hinterher. Hier, warte mal. Warum komme ich nicht her? Ich guck wirklich direkt mein Schwert hinterher. Gibt's da noch einen Weg? Da unten ist eine Tafel. Das ist natürlich nicht schlecht, die können wir gebrauchen, aber was steht denn hier auf der Tafel? Alter. So. Und der du vom Himmel kommst, höre auf deine Diener, der dich ins Erdland gebracht hat. Okay, der Diener, das ist ja hier unten, wie heißt sie? Fine. Gebieter mit Diener bin vermutlich ich gemeint, das habe ich mir gedacht. Um mein Gebiet dabei stehen zu können, hat mich die Göttin mit Umfangreisen über dieses Land ausgestattet. Du kannst mich jederzeit durchdrücken, rufen. Du kannst auch etwas durchdrücken von ZL anvisieren und mich mit Hilfe von rufen, damit ich dir genaue Informationen darüber gebe. Okay. Dies ist ein Wächter, der durch Magie erzeugt wurde. Sein sensibles Auge folgt dem, was sich vor ihm befindet. Folgt mein Schwert die ganze Zeit. Natürlich cool. Aber das bringt ja nichts, oder? Oder kann ich ihn damit irgendwie... Was muss ich denn da machen? Ah, guck mal! Das wird ein bisschen wahnsinnig. Auch crazy ein bisschen, ne? War ja fallen gelassen? Nee. Okay. Pflanzen von oben. Warten. Oh, keinen coolen Sound, wenn sie das fallen lassen. Okay.
eigentlich nur so ein Seitwärts-Hieb machen, das klappt gar nicht. Warte. So. Ging nicht anders, das musst du so machen. So, da hinten sind ein paar Skelettleute. Hier geht's zwar auch irgendwie hoch, ne? Obwohl nicht so richtig hoch. Gut. Hochklettern? Okay. Lass uns einmal speichern hier unten, bevor wir da hochklettern. Macht vielleicht Sinn, ne? Dass wir wieder da anfangen können. So. Sehr gut. Klammer hier hoch. Aha. Das ist eine Abkürzung hier? Okay. Gut. Mehr von denen, aber okay. Gehen wir mal runter hier. Sorry. So. Die Tür geht auf, wir gehen rein. Okay, die muss ich natürlich umdrehen. Nicht gleich sterben hier. Kann ich noch irgendwo Leben bekommen hier? Ich komme mal runter. Das ist da, wo ich gerade eben war. Nee, kann man auch runter, runter. Ich leben. Ich will hier mal ein Herz hier. Keiner will ein Herz verlieren. Weiter, kann ich wieder hochklettern. Klettern da rein. Aha. Was ist das? Was passiert hier? Okay. Da runter? Wie tauche ich denn? Schwimmen. Hm. Okay, ist das schön, warte mal, ist das schön oder wie? Ah, ich kann da hoch, okay. Ich bin gewundert. Aber das andere hat jetzt auch keinen Sinn gemacht. Weil tauchen kann ich anscheinend nicht. Okay, aber ich kann die Spinnen ja nur von hinten besiegen. Ich habe jetzt zu wenig Leben. Okay.
Wie kann ich denn trinken? Verwenden. Ah, okay. So. Aber es war benutzt jetzt, aber es macht nichts. Habe ich da noch mehr davon? Nee. Ja. Ah! Natürlich dumm. Natürlich mehr als dumm. Aber. Okay, sie dreht sich mit mir mit. Das ist natürlich blöd. Warum dreht sie sich dann mit? Ist sie dumm? Muss ich wahrscheinlich einen Stich machen, oder? Wie war der Stich nochmal? So, okay. Nein, du sollst dein Schild schon behalten. So. Probieren wir es mal. Und dann? Ah, guck mal. So geht's. Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen einmal oben, einmal unten. Trifft die Juwelen einmal oben, einmal unten. Nochmal. Die Türen der Kammern zur linken und zur rechten trifft die Juwelen einmal oben, einmal unten. Sehe ich irgendwie Juwelen oben? Nee, ne? Und da kommen wir jetzt nicht hin zu. Der ist noch zu niedrig, ist das, oder? Aber das Wasser ist ja wahrscheinlich nicht nur hier gestiegen, sondern auch da hinten. Das heißt, wir suchen mal. Da haben wir noch mehr Wege. Und da auch nicht. Ach, guck mal hier, das meint er wahrscheinlich. Da ist der untere. Okay. Das war natürlich logisch. Das war auch nicht so schwierig. Hätte man bloß mal oben, unten, ja klar. Naja, Überwasser und Unterwasser, ne? Naja, haben wir jetzt gefunden. So, rein da. Vielleicht noch ein paar Dinger? Gut. Okay, das ist uncool. Ah, warte mal. Okay, und haben wir zwar ein Herz bekommen, aber wir haben immer noch den Typen da oben. Guck mal, der war. So, Spinne. Ich will schon einen Spinnennetz haben, oder? Kann ich es kaputt schießen? Okay, müssen wir irgendwie. Hä?
Also, gerade eben ging es mit dem Drehen ganz gut. Das geht jetzt aber bei dem gerade nicht. Frag mal die Tante um Hilfe. Diese Skulptula. Diese über dem großen Schmiede lebt in den tiefen Wäldern und spitzt enorm lange Fäden. Sie fängt ihre Beute in ihrem Netz und greift sie nach an. Ihr Rücken ist bewandert, ihr Bauch jedoch ist empfindlich. Ich verhalte mich sehr ungeschickt, okay? Andere Wege, blöde Affe. Hier längs. Ach, guck, hätte vielleicht das andere erstmal abschießen sollen. Warte mal. Mal drehen. Mal darüber schwingen und dann müssen wir das andere auch mal abschießen. Ne? Ich verhalte mich sehr ungeschickt. Ist doch geil, dass sie das einfach so zu mir sagt. Na komm. Andere Richtung. Und jetzt aber. Ah, es gibt doch gar nicht. Der ungeschickte Schanzen. Oh, komm schon. Mach mal. Das Schwingen ist auch irgendwie komisch. Da. Das gibt's nicht. Warte mal. Leben. Sehr ungeschickt also. Okay, pass auf. Mal einen Weg freischlagen hier. So. Okay. Der Weg ist frei. Wir auch. Können wir hinkommen? Ah, schon mal eine kleine Truhe. Oh, was finden wir? Was finden wir? Die Karte, den Kompass. Die Karte. Okay. Gut, ist noch was größer. Dann ist Zelda, okay. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Du hast noch eine Karte des Gebiets erhalten. Rufe sie durch Drücken von Minus auf. Darauf wird dir angezeigt, wo sich Türen und Schatzruhen befinden und ob diese geöffnet, versperrt oder ungeöffnet sind. Symbole wie X markieren eben genannte Stellen. Ich weise hierauf hin, dass du an Orten wie diesen keine Signallichter setzen kannst. Das ist ja blöd. Jetzt bin ich zwar hier, aber was bringt es mir? So, wir sind da. Und müssen eigentlich da hinten durch, ne? Da finden wir auch noch was. Okay, pass auf, wir gehen nochmal zurück. Wir gehen nochmal zurück. Was wir sehen da. Da, den haben wir gesehen, okay. So, was macht er denn jetzt auf? Für uns.
Er lässt das Wasser steigen. Okay, das wollten wir eigentlich auch. Jetzt kommen wir zu einigen Stellen, wo wir vorher nicht hin konnten. Das ist schon mal cool. Also erstmal gucken, ob wir hier irgendwo hinkommen, wo wir nicht hin können. Ja. Ich glaube allerdings nicht. Aber hier auf jeden Fall. So. Da kommen wir nicht rein, weil wir keinen Schlüssel haben. Aber wir kommen auf jeden Fall jetzt da hoch. Gerne entgegen, nehmen wir mit. Ah, jetzt sind wir auf der Seite, okay. Ah, pass auf. Ein Herzchen für uns. Verwehren? Wieder so drehen hier, wie beim anderen Auge. Funktioniert nicht. Muss die beide gleichzeitig aufbekommen vielleicht? Ah. Ah, okay. Auch logisch eigentlich, ne? So, was hat drin? Der Kompass? Oder ein Schlüssel? Mal gucken. Du hast einen kleinen Schlüssel gefunden. Damit kannst du kleine Türen aufmachen oder auch kleine Schatztruhen. So. Jetzt können wir hier natürlich weiter schwimmen. Und jetzt geht es ja noch weiter geradeaus rüber. Kurz auf die Karte gucken. Wir sind da und es gibt da noch irgendwas. Versuchen wir auch mal die Tür aufzumachen, weil ich glaube, es war auf jeden Fall nicht die Boss-Tür. Das müsste der große goldene Schlüssel sein, also die war es definitiv nicht. Deswegen könnten wir, glaube ich, die Tür jetzt auch bekommen da. Dann müssen wir mal rüber hopsen. So, auf damit. Okay. Ein bisschen größer hier. Ja, jetzt gucken wir mal, ein paar Herzen finden hier. Schmuckschädel. Okay, haben wir noch nicht gehabt. Sehr gut. Wir wollen auch irgendwann unsere Waffen verstärken. Auf jeden Fall unser Schild. So. Wir gehen hier erstmal einmal rum, um zu gucken, ob wir irgendwas finden. Erledigen wir erstmal die ganzen Gegner.
Okay, da ist noch ein Herz, das schnappen wir uns. Kommen wir nicht rein. Okay, vielleicht müssen wir auch alle Spinnen einmal töten hier. Ja, ist das dumm. Guck mal, ein bisschen ungeschickt angestellt. Mist! Dreh dich doch einfach mal. So. Ja, noch eine Spinne hier, ne? Die holen wir uns auch nochmal. Weiß zwar nicht, ob wir die killen müssen, aber... Horn, Monsterklaue, die brauchen wir auch bestimmt noch. Was zu basteln, zu bauen. So, da kommen wir nicht rüber, müssen wir balancieren. Aber da vorne am Eingang war ja so ein Diamant, den wir abschießen konnten, da oben. Das machen wir jetzt auch. Behaupte mal, dass der Endgegner hier auch irgendwie vielleicht eine Spinne sein wird. Weiß nicht. So, was passiert? Oh, das ist der erste Boss, glaube ich. Du bist ein kleiner. Okay. War gar nicht so schwierig. Gut. Auf die Truhe da. Was kann da drin sein? Du hast den Käfer erhalten. Er fliegt auf magische Weise durch die Luft. Bewege das Fadenkreuz an die gewünschte Stelle und drücke ZR, um den Käfer dorthin fliegen zu lassen. Okay, was bringt mir das? Na gut, finden wir das schon raus. Ich habe das soeben gefunden, alte Mandesiert. Seine insektähnliche Gestalt deutet auf Flugfähigkeit hin. Wenn du es fliegen lässt, solltest du es aus der Entfernung steuern, sowie kleine Objekte treffen oder mit seinen Zangen zerschneiden können. Drücke ZR, um das Fluggerät zum Abflug bereit zu machen und um mehr über seine Bedienung zu erfahren. Okay. Ich teste es mal. Warte. So. Okay, wo schieße ich hin? Da oben, vielleicht. Ach cool, ich kann es echt gehen. Ah! Ach guck mal, kann die alles kaputt schneiden wahrscheinlich. Eine Fee! Okay, aber ich muss ja irgendwie rauskommen, Junge. Okay, nochmal. Kann ich wahrscheinlich nicht rausschießen, aber da nochmal raus. Noch mehr Kisten, okay. Diamanten. So nehmen sie, dass ich nicht hier rauskomme, ne? Hängt hier irgendwas anderes in der Luft?
gehen wir in die Richtung. Da vielleicht? Okay, geht wahrscheinlich die Tür auf, ne? Sehr gut. Aber jetzt können wir das Ding ja in diese ganz anderen Bereiche reinfliegen lassen. Wo wir das machen, speichern wir einmal hier. Gut. Oh, Achtung. Schau nach hinten. Diamanten. Ach, das heißt nur. Ist ja auch gut. Okay, die müssen wir jetzt wahrscheinlich da irgendwo oben immer reinfliegen lassen. In dem Bereich da oben. Machen wir mal. Oh, da hätte ich gegenfliegen sollen. Ah, das war dumm. Da hätte ich gegenfliegen sollen, ne? Machen wir nochmal. Der Käfer eigentlich. So. Tür auf. Das ist ein cooles Item eigentlich, muss ich sagen. Okay, da kommen wir gar nicht hin jetzt, ne? Da kann man nicht ranspringen, okay. Also muss es wahrscheinlich auch hier wieder ein bisschen Wasser reinfließen. Oder irgendwie sowas. Mal gucken. Oh oh. Wie soll der Fangschuss funktionieren? So. Ah, von der Seite. Ah, warte. Nein! So. Und jetzt? Gibt's doch gar nicht. Ich den ja nicht. Endlich. Also kann gar nicht sein, dass ich so oft getroffen habe, oder? Crazy. Also auch echt, die Steuerung ist auch echt mal minimalistisch. Okay, aber ich muss ja ein anderes Auge auch irgendwie mitbekommen. Das ist schwierig. Was sagt denn Partei dazu? Du hast mich gerufen? Oh. Na okay, egal. Nichts. Okay, das bringt nichts. Hab ich gesehen.
Wie krieg ich den anderen anzupacken da? Verrückt. Wieso geht denn das alles nicht hier, was ich vorhab? So gute Ideen, denke ich. Okay, was gibt's denn noch hier? Warte mal. Da geht's hoch, okay. Von da oben besser. Testen wir mal. Aha, jetzt, okay. Logisch. Jetzt ist logisch. Fahren. Aber nicht so schwer, ne? Ja, los. Was sind wir jetzt? Noch ein kleines Stück wahrscheinlich, ne? Darüber. Bis ich das gecheckt habe. So, wo kommen wir da hin? Okay, dann gehen wir hier durch. Achso, so ein Ausgang zur Tür wieder. Okay, dann nehmen wir die nächste. Reingeht. Hier ist nichts drin. Das ist ein leerer Raum. Okay. Und den nächsten hier. Ah, da komme ich durch. Okay, sind Bilder. Frage. In den nächsten rein.
keine Energie mehr. Gut, aber da konnte ich jetzt auch nichts erkennen. Müssen wir rübergehen? Da ist wahrscheinlich hier. Die können wir erstmal mit unserem Schlüssel aufmachen. Okay. Ich hab's erkannt. Okay, das geht nicht. Warte. Okay, es geht so, ne? Aber wie kriegen wir sie denn weg? Kannst du nur wegschießen, ne? Komm jetzt schnell rüber. Das ist immer nicht so Sinn. Wegbekommen da. Kann ich die wegkriegen mit meinem Gerät hier? Vielleicht? Nein, warte. Ah, guck mal. Okay. Das ist doch nicht so schwer. Huh. Ui. Den letzten schießen wir lieber auch weg. Wer weiß, ob wir uns nicht trotzdem nicht quer kommen, wenn wir darüber wollen. Okay. Super! Was ist ja für alles nützt das Ding da? Ja, auf da! Okay, die müssen. Müssen die alle die gleichen Augenfarbe haben? Wahrscheinlich, ne? Alle einfarbig oder so. Dann kann man die killen. Eingesammelt. So, dann müssen wir rüberkommen. Na gut, das muss so killen. Mann, die Neigung verdreht. Nochmal. Zack. So.
Okay, die Tür ist auf, aber dann muss es doch hier irgendwas geben. Ach, guck mal da. Wir müssen rüber zu dem. Und hier gibt es auch noch eine Truhe. Okay, da müssen wir schwingen, sehe ich gerade. Pass mal auf. Schicken wir die nochmal los. Kann auch die Schnüre da gegenballern. Das findet ihr das super? Ich glaube schon, ne? Okay, es geht auch noch einmal. Macht aber nichts. Soll auch ich machen. Na komm. Kommt dann noch ärgern so ein bisschen damit? Das finde ich erst gar nicht so lustig. Na gut, wir gehen einfach mal rüber. Da kommt er auch rüber zu uns. Natürlich kommt er rüber, das ist gut. Ganz schön Abgrund. Aber. Aber da. Ich balanciere doch hier. Was soll das denn? Los. Hab keine Angst, Link. Du schaffst das. So. Die hier kurz speichern. Sicher, sicher. Safety first. So, hier ist mein Herz. Komm, hoch weg, ne? Balancieren? Nee. Oh, was war das dumm? Kann ich, ach, das kann ich abmachen wahrscheinlich, ne? Okay. Dann kann ich schwingen damit. Okay, wir müssen nach da schwingen. Okay. Warte, nach da. Dahin, ne? Oh, bumm. So. Jetzt von da nach da, okay. Oh nein! Ich bin nochmal gesprungen, wie dumm war das denn? Wieso springe ich denn nochmal? Na gut. Ich dachte, er kommt nicht ran. Ja. Also, es ist ein bisschen tricky, muss man sagen, aber... Na, warte mal, schwingen. In die andere Richtung, so. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Es ist echt blöd. Dieses Schwingen hier ist echt irgendwie blöd gemacht. Ja. Das sieht auf jeden Fall aus wie eine wichtige Truhe mal. Ich schon höher klettern. Reinkommen. Oh. Ja. Wird der Generalschlüssel sein, oder? Du hast den Säulenschlüssel erhalten. Genau, das ist der da vorne in diese Tür reinpasste. Ist nicht gut für uns. Da komme ich natürlich nicht durch. Ich muss dich wieder zurückschwingen, ne? Klar. Nee, warte. Okay. Ich habe Glück, man kann hier längs kommen. Zumindest gibt es hier ein Herz und wir können direkt da runter, oder? Ja, perfekt. So. Wollen wir da rüber gehen, nochmal. Na, 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 na. Also, wir speichern nochmal auf jeden Fall, bevor wir zum Bus reingehen. Ich sehe alles normal machen müssen, dann haben wir noch keinen Bock drauf. Hat keiner Bock drauf. Zack. 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 So. Schauen wir uns doch die Boss-Spinne mal an. Wenn es eine Boss-Spinne ist, man weiß es nicht. Achso, muss man da reindrehen oder was? Okay. Das macht man wahrscheinlich, behaupte ich mal. Wahrscheinlich macht man es mit den Bewegungssensoren. Haben wir jetzt nicht gemacht. Ist denn so.
ich bin gespannt. Wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke zerrissen. Nicht, dass dies irgendwas ändern würde. Ein Kind wie du. Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch in diesem Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen. Hier herab zu mir und meinen Schergen. Okay, wie unnötig von mir. Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen, Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, ja sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt. Girahim. Für dich freilich, Fürst Girahim. Merk dir meinen Namen, es wird der letzte sein, den du hörst. Oho. Doch, was ist das? Wagst du, kleine Wicht, jetzt etwa mich herauszufordern? Das Mädchen, das sollte doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmähliche Handlägerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Mein Kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich, ob dieser Schmach empfindet? Wut, fürchterlich rasende Wut. Mein blaues Blut kocht vor Zorn. Weißt du, nach was ich mich in diesem Moment gelüste? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslassen kann. Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du einem Fürsten wie mir nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten, dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Ah! Er macht sich nackig für uns. Alles gar nicht so einfach. Ich will eigentlich einen anderen Schlag machen und... Schon wieder fest. Was haben wir Schwert? Ah, okay. Ich sehe nichts, was hab ich okay. Das helfen wir mal mit. Also er sieht ja aus jedem meiner. Okay, warte mal. Das geht nicht. Wieso kann er erstmal alles sehen? Überlegen. Okay, ich finde, das interessiert ihn gar nicht. Was ich wegschießen kann, was er. Oh. Wirken kann ich nichts, okay. Thank you.
Na, wird auch ein bisschen schummrig gleich. Können ihn ablenken, was ich auch nicht. Hä? Jetzt bin ich gerade euch überfragt. Wenn wir jetzt eine Stunde brauchen, um ihn zu besiegen, dann spule ich natürlich vor für euch, aber. Du stehst Gebrem gegenüber. Er nennt sich selbst Dunkelfürst, über seine Herkunft ist jedoch nichts bekannt. Meine Lieblingsfrau ist alles intelligent. Zudem gibt er vor ihm eine starke Bitte auch aus. Er hat ja anscheinend als Nutzer Augenblick nur einen Teil seiner Ware Macht. Ich mehr Details. Er scheint sehr überzeugt von der Stärke zu sein. Achte auch auf seine rechte Hand, mit der er versucht, dein Schwert festzuhalten, Gebieter. Gebrem beobachtet, wie du dein Schwert hältst und bereitet sich auf deinen Angriff vor. Ich empfehle dir, ihn zu täuschen und aus der entgegengesetzten Richtung anzugreifen. Ah, okay. Okay, yes. Okay, dann weiß ich, glaube ich, was macht. Dann komm mal her. Naja, ich weiß, wann du. Nee. Was? Oh. Oh, er hat auch ein Schwert. Okay. Wo komme ich denn? Okay, warte mal. Oh, ich hasse diese Kamera.
Ah, oh, Mist. Nee, nee, nee. Ich muss mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo eine Kuh ist. Ich glaube nicht. Okay, das ist natürlich dumm. Ärgerlich, ärgerlich. Game over. Na klar. So. Gehen wir nochmal rein. Na, dumm zu sterben bei dem jetzt gerade, aber naja. Abbruch. Haben wir schon alles gesehen? Ach Mann, das muss jetzt schneller sein. Gehabt haben wir. Kampf ist ein Graus, muss ich sagen. Das hat einfach mit der Steuerung zu tun. Wirklich, die Steuerung ist echt scheiße. Geht wahrscheinlich mit der Bewegungssteuerung wirklich besser. Nun, für ein Kind hast du ganz brauchbar gekämpft. Aber bilde dir nichts darauf ein. Du sollst lieber dein Schwert danken. Ich habe mir wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz verschwindet. Hier gibt's nichts mehr für mich. Leb wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen, aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Ein neuer Herz-Container für uns. Du hast einen Herz-Container erhalten. Dein Lebensgewicht wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Super.
Dann los, rein da. Guck mal, ob Zelda da ist. Ich glaub zwar nicht, aber was soll's. Ja, doch, da oben ist sie doch. Nee, doch nicht. Bitte, diese Sprache verwenden die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte übersetzen, hör gut zu. Von jenseits der Zeit und des Raumes leite ich den Träger des Schwertes, der meinen Auftrag erfüllt. Die heilige Maid, die aus den Wolken kam, um sich zu reinigen, bereist sie zwei heilige Orte. Die Quelle des Himmelsblicks und die Quelle des Erdlandes. Die heilige Stätte, die Quellen Erdlands, liegt in Eldien, dem Land des Feuers. Dort walten die heilige Maid dem göttlichen Auftrag folgend. Noch ein Stück haben wir jetzt davon. Von der Steintafel, die wir ersetzen können. Das heißt, es wird noch ein Ding runter zur Erde freigemacht, also ein Tunnel. Du hast die Rubintafel erhalten. Gebieter, wie ich gerade übersetzt habe, hat sich Zelda hier spirituell gereinigt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 97% hat sie sich zur nächsten Quelle in Eldien begeben. Wie sie sich vorbringt, ist allerdings unklar. Aber wenn wir diese soeben gefundenen Steinfall zum Podest im Wolkenhort bringen, dann wird vermutlich eine neue Lichtsäule erscheinen und wir können die Suche nach Zelda fortsetzen. Denn bald gibt es sicher einen Weg zum Wolkenmeer zurück. Oh, meine Batterieleistung lässt nach, okay. Uncool, uncool, uncool. Ah. Hey, ich bin's. Hast du eine... Ja? Hast du deine Freundin denn schon gefunden? Leider nicht. Das ist schade, aber wenigstens scheint sie zu wissen, in welche Richtung sie gegangen ist. Endlich hat Macha seine Freunde alle wiedergefunden. Danke, vielen Dank, mein Freund. Also bin ich. Mach's gut und sieh zu, dass du deine Freundin findest. Klar, abgemacht. So, speichern können wir auf jeden Fall einmal. Okay, dann können wir auch gleich dahin reisen ins Wolkenmeer. Das machen wir auch. Verschreute Artefakte der Götter mit deinem Himmelsstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Die auf der Karte markierten Orte zeigen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Okay. Ich empfehle diese Orte genauer zu untersuchen. Machen wir. Ziehen wir erstmal zum Wolkenmeer zurück. So. Ab zur Steintafel. Die war doch hier drin, ne? Ich glaube, die war da drin.
dort. Und jetzt öffnet sich noch ein Tor. Wow. Gebieter, ich stelle fest, dass ich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan habe. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Super, und das war's auch für heute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Wir reisen weiter und ich freue mich drauf. Mal gucken, ob wir Zelda finden. Bis dann, tschüss.